Das ist mal wieder eine der Weiterbildungen, wo ich richtig traurig bin, wenn es zu Ende ist. Ich bin Hildburg Freinig und ich arbeite seit ungefähr 20 Jahren in therapeutischem Kontext, aber bin auch Lehrerin. Ich habe also zwei Berufe und ich habe selber ein Kind und habe EPE im Internet kennengelernt und lange Zeit erstmal beobachtet, versucht mir einen Eindruck zu machen und habe aber dann über die Newsletter zum Beispiel, die Daniel Pasch ins Internet gestellt hat, zunehmend das Gefühl bekommen, das ist ein Mensch, dem wirklich was an Kindern und Jugendlichen liegt. Der das also nicht braucht für sich, um sich wichtig zu machen und viel Geld zu verdienen, sondern der etwas hergeben kann. Und auch wirklich mit dem tiefen Wunsch dahinter, dass es Kindern und Jugendlichen besser geht und in der Folge dann natürlich auch den Eltern und wenn es gut geht, dann auch den Lehrern zum Beispiel. Und das war der Punkt, als sich dieses Vertrauen bei mir aufgebaut hat, wo ich gesagt habe, so, das will ich jetzt ausprobieren. Wenn man für kleinere Kinder so etwas anbietet, sind Eltern, glaube ich, oft bilden sehr schnell ein Vorurteil und sagen, wieso, mein Kind ist doch nicht psychisch krank. Das muss nicht zur Therapie. Und ich finde auch, dass Kinder- und Jugendcoaching etwas anderes ist als Therapie. Ich kann jetzt sagen, ich habe den Baustein zusätzlich. Und wenn sich hinter der Blockade des Kindes gravierende Probleme verbergen, dann kann ich anbieten, wir gehen über das Coaching hinaus nochmal in andere Themen hinein oder auch mit den Eltern. Wir fangen mit dem Coaching an und das ist was anderes als Therapie. Und wenn es dann nötig ist, dann können Sie sich informieren auf der Website, wo auch immer, was noch im Bauchladen drin ist. Ein Mensch, der immer das Wohl des Gegenüber im Auge hat und es nicht nötig hat, den anderen für seine eigenen Zwecke oder Inhalte oder was immer er anbieten will, benutzen zu müssen, sondern der gibt was, so gut er es kann. Und er sagt auch uns ganz klar, dass es nicht darum geht, was wir möchten, sondern dass es darum geht, was dem Kind gut tut und das zusammen rauszufinden. Und das ist auch so eine Arbeitshaltung, da bin ich hundertprozentig dabei. Und da bin ich ganz froh, wenn ich hier bin. Und die Leute sind gut, muss ich auch sagen. Ich finde, die Seminarteilnehmer sind alle, nehmen es alle sehr ernst, sind fröhlich dabei, sind sehr respektvoll auch miteinander. Ja, das finde ich schön.